Solange du sie nur geholt hast, ist ja alles Vorsicht, okay. Warum zu? Ja, gut, jetzt ist sauber. Alles klar. Ja, was machen wir? Eine kleine Bauschule für den Mucka, oder? Ja. Mucka, weißt du denn, wie du ein lenkbares Fahrzeug bauen kannst? Wenn man eins bauen kann? Ja, natürlich. Moment. Okay, ich kläre dich auf. Ja, bitte. Halte Q gedrückt, geh wieder auf Spawnlists. Spawnlist, ja. Und dann gehst du am besten bei Builder, also dem Schraubenschlüssel. Genau. Und dann dort auf General. General, ja. Da sind eigentlich tolle Plattformen für ein Fahrzeug. Da wählst du dir mal eine Plattform deiner Wahl aus. Okay. Hast du? Genau. Okay, dann hebst du dir am besten hier mit der Physics Gun ein bisschen hoch. Ist das die, die ich jetzt... Nein, damit schießt du die weg. Aber ich hab natürlich nur, wechselt. Ich hab nur die blaue. Nein, die blau leuchtet. Ah, okay. Weil deine leuchtet. So, hebst es hoch und jetzt halt mal rechts gedrückt. Nein, nochmal. Einmal Rechtsklick drücken. Okay. Und jetzt hast du die festgemacht, mehr oder weniger. Warte, Moment. So, dann... Einfach einmal Rechtsklick, genau. Nein, Linksklick. Ah, okay. Mit dem Linksklick oder mit R und draufschauen kannst du es wieder lösen. Okay. So, jetzt braucht deine Plattform natürlich Räder. Okay, die hatte ich eben. Nein, die hattest du nicht. Du hattest was Falsches. Da musst du jetzt rechts bei Tools schauen. Okay. Dann gehst du dort bei Construction auf das Wheel. Wheel. Ja, kann ich dann nicht die bei Builder Wheels benutzen? Nee, weil die müsstest du erst mit einer Achse montieren. Ach und so. Die Reifen hier, die sind schon fertig. Okay. Kevin, Alter, was macht denn der für einen Scheiß? Das geht nicht, Mann. Da kannst du auch die Tasten auswählen und Torque ist die Geschwindigkeit. 4 Stück müsste ich spawnen, ne? Du kannst auch 1000 spawnen oder einen. Ganz wie du willst, Mucka. Ach so, okay. Kann ich die auch irgendwie drehen, oder? Wie drehen? Ach so, okay. Du hast eine Waschmaschine auf deiner Plattform. Jemand demoliert mein Auto. So, und wenn du jetzt näher gehst und E drückst, kannst du die Richtung drehen. In welche Richtung die sich drehen sollen. Ah, okay, so. Hey, jetzt das machst ist ein bisschen du das groß. Selber auf der anderen Seite nochmal. Okay. So, und jetzt wirst du feststellen, dass das Ding ja umkippt. Ja, das habe ich mir schon so gedacht, dass es so kommt, ne? Okay, dann drück doch jetzt mal vor und rückwärts, ob du die Tasten belegt hast. Vor und rückwärts auf der Tastatur. Also Pfeil oben, Pfeil unten. Ich kann mal Pfeil oben machen. Hast du die Tasten überhaupt belegt? Nee. Was steht denn da, wenn du cool gedrückt hättest bei Forward und Reverse? Numpad 8, Numpad 5, okay. Dann sind das deine Beschleunigungstasten. Da geht der ab. So, jetzt hast du schon mal eine fahrbare irgendwas. Oh mein Gott, was macht das? Ach du Scheiße. Das ist ja fast so schlimm wie Grantl. Das ist mein Breakdance-Auto. Kaum baust du was, backt's rum. Moment, aber ich möchte das noch ein bisschen feintunen. Und zwar mit den Ballons, damit das Gewicht, also damit das, nichts, damit man sich oben hinsetzen kann, sagen wir so. Dafür brauchst du Ballons? Ja. Weil das sind ja Heißluftballons, die nach oben fliegen. Das bedeutet, ja. Wenn ich jetzt das Seil ein bisschen länger mache. Dann. Da ist das hinsetze. Ist das Mucka-Physik, von dem du da sprichst? Warte, pass auf. Also mach du vorne hinten eins ran. Wenn das ich jetzt die Plattform gerade bleibt. Jetzt müsste das so eigentlich funktionieren. Nice. Ja, nein, nicht ganz. Ja, man muss noch. Ich empfehle dir, kleinere Räder zu verwenden und mindestens 4, weil dann ist die Plattform gezwungen, gerade zu sein. Alter, meins hat ihn umgefahren. kann ich das nochmal despawnen? Ja, mit Z machst du den jeweils letzten Schritt rückgängig. Okay. Aber die Idee war schon mal gut, oder? Ja. So, jetzt, wie gesagt,
4 kleinere Reifen empfehle ich. Okay, dann zumindest, dass du mal das Prinzip verstanden hast. Hier gibt's ein Wasser. Wasserdingsbums. So ein Wasserantrieb. Ja, da ist man dazu geneigt, dann einfach rumzuspielen. Das stimmt. Das stimmt. Was? Mit Z war das, ne? Nee. Genau. Mit E kannst du das drehen. E, genau. Ach du Scheiße. Vielleicht ein bisschen heftig, aber egal. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das stimmt, okay. Okay. Und du hast Holzräder genommen, was sehr intelligent ist, weil... Nein, nichts passiert. Passiert eh nichts, cool. Okay, okay. Wusste ich noch gar nicht. Ja, ich wusste das natürlich. Cool, Mucka ist der Schlauste. Ich hab mich nämlich vorher vorbereitet. Alles klar. Wirst du dann noch? Du merkst, du kannst jetzt vor- und zurückfahren, mehr aber nicht. Ja. Du möchtest aber noch lenken können, gehe ich von aus, oder? Das wäre super. Jetzt wird's kompliziert. Q gedrückt halten. Ja. Constructions. Truster. Truster. Da. Jetzt wählst du am besten was Kleines aus wie die Cola-Dose. Ja. Okay, und jetzt wird's interessant. Du willst jetzt nach links lenken. Mhm. Also musst du bei Forward, Left und Reverse, Right einstellen. Bei Forward. Gavin, macht mal Auto fest. Nein. Okay, hab ich gemacht. So, und nach links lenken. Jetzt komm mal. Warte. Hier bin ich. Komm mal hier hin. Jetzt machst du am besten hier einen Truster hin. Okay. Oh, ja, sehr unauffällig. Und jetzt wechselst du, hättest du nochmal Q gedrückt. Okay. Und machst bei Forward nach rechts und bei Reverse nach links. Also genau umgekehrt. Okay. Und platzierst ihn gegenüberliegend. Ja. So, und jetzt teste mal. Zum Draufsetzen empfehle ich noch einen Stuhl. Ah, okay, es funktioniert. Ja gut, ein bisschen heavy, aber es geht, ja. Ah, das sind so... Okay, ich verstehe, wie das funktioniert. Das ist so ein... Das sind sowieso Düsen. Genau. Ja. Habt ihr euch das selber beigebracht, oder? Ja, ich hab das... Ich hab das quasi selber durch Spielen herausgefunden. Hey, das Auto sah gerade aus wie die Badewanne aus Origins. Stimmt, das Bathmobil. So, und jetzt knall ich dir da noch einen Sitz drauf. Kevin hat dein Fahrzeug festgemacht. Quatsch. Dann kannst du dich da bequem reinhocken und die Welt genießen. So. Gute Fahrt. Wie funktioniert denn das? Ah, mit E. Genau, wenn du jetzt einmal Steuerung drückst, kannst du sogar in die dritte Personenperspektive. Oh, kann ich sehen. Ich bin sexy Opa. Oh, jetzt habe ich deinen Sitz wieder weggemacht, ha? Wie mache ich denn so einen Sitz, damit ich Bescheid weiß? Der Sitz ist bei Vehicles. Kevin, und dann du Arschloch. Bei Vehicles und dann bei Chairs. Okay, bei Vehicles. Wo finde ich die? Ach, da oben. Non-Chairs. Ach, der ist besser. Also ich finde, ich habe hier schon ein bisschen Luxus verdient, ja. Ich hätte gern so einen, der sich noch zur Seite drehen kann. Bam! What the fuck? Nein! Bleib stehen. Nein! Ich lass dich in Ruhe, Frieden. Wie kann man den auch irgendwie drehen? Wen? Bei den Stuhl. Ja, wenn du E gedrückt hältst und dann an der Maus rumwählst. Kevin, du Penner! Kannst du mich doch nicht an die Leine nehmen? Fahr mich um. Boah, das ist ja mega schwer. Wenn du dabei noch Shift gedrückt hältst, dann tut er in Rastern irgendwie immer bewegen. Bam! Ja, mein Auto ist jetzt unzerstörbar. Oh Mann!
Bäm! Oh, weißt du, was nicht unzerstörbar ist? Kevins Mutter ist nicht unzerstörbar. So geil. Das ist ja mal mega schwer. Bau was! Bau was! Erwische ich den nicht mal. Nein, nicht mein Auto! Mucka, Vorsicht! Dass dein Fahrrad jetzt gleich in die Luft fliegt. So, jetzt habe ich sogar. Okay, du hast den Stuhl innerhalb von Sekunden hingesetzt. Wie kann ich den Stuhl da jetzt festbinden? Genau, das ist eine gute Frage. Du hältst wieder Q gedrückt. Ja. Scrollst ganz nach oben und suchst Welt. Bei Spawnless, oder? Nee, auf der rechten Seite. Okay, ganz nach oben und dann... Da suchst du Welt. Bei Oberlist, also bei Arschloch. Bei Tools meinst du jetzt, ja? Rechts bei Tools, genau. Im ersten Reiter gibt's Weld. B-E-L-D. Ach, okay. Da, okay. Und einmal linksklick auf den Stuhl und einmal linksklick dorthin, wo er festgemacht werden soll, also auf die Plattform. Okay. Und jetzt ist er fest. What? Jetzt mal. Wow. Ja, oh mein Gott! Ich dreh dich wieder um. Komm mal, mach nochmal, der hebt die Hände hoch, wie bei so einer Achterbahn. Yeah. Jetzt gib mal Gas. Ach, der hat ja keine Truster, ich muss Gas geben so. Oh. Okay, das ist. Und falsch rum. Zack! So, dann fahr ich halt mit meinem Rosanen. Aston Martin. Bam! Ich muss sagen, dein Auto ist bei mir unsichtbar. Und jemand hat mein Auto gefährt. Mein Auto ist bei dir unsichtbar? Ja. What? Kevin, siehst du meinen Aston Martin? Ja, ich sehe ihn. Er ist gelb. Nee, lila. Pink. Also bei mir ist komischerweise jetzt mein Auto so pink. Mit einem. Das habe ich gemacht. Ja, kommt der Bund eigentlich, ne? Da hat vielleicht der Kevin was mit zu tun. Wie gesagt, hat er mit einem grünen Rad. Das macht richtig geil, Gary's Mod. Yo Leute, danke fürs Zuschauen. Schaut doch mal bei Kevin und bei Tudu vorbei. Hier oben habt ihr jetzt noch eine Daisy-Folge und unten eine Trouble in Terrorist Town-Folge. Ciao!